Wir haben hier in Berlin die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Diese letzte Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause ist immer was Besonderes. In dieser Woche war sie auch besonders emotional. Auch wir haben uns hier im Deutschen Bundestag mit dem Tod von Walter Lübcke, mit dem Mord an Walter Lübcke beschäftigt. Für mich war immer klar, Nazis töten Menschen. Und dieser Mord ist nur ein weiteres Glied in einer langen Kette rechtsextremistischer Übergriffe. Das können wir nicht hinnehmen. Wir müssen zeigen, dass wir mehr sind. Wir müssen aber auch ganz klar zeigen, dass unser Rechtsstaat nicht auf dem rechten Auge blind ist. Die Erfahrungen aus dem NSU-Prozess, aus der NSU-Aufarbeitung haben gezeigt, dass es da noch viel zu tun gibt. Und ich setze darauf, dass dieses jetzt auch passiert. Dass allen klar wird, was hier bei uns los ist. Auch kurz vor der Sommerpause haben wir hier noch einige Gesetze auf den Weg gebracht. Darunter auch das Gesetz, welches endlich regelt, dass es in Deutschland eine Mindestausbildungsvergütung gibt. Ich habe selber eine Ausbildung gemacht und weiß, mit wie wenig Geld man da manchmal klarkommen muss. Deswegen war es für uns sehr wichtig, dass in der Reform des Bundesausbildungsgesetzes wir dies endlich regeln, dass es eine Mindestausbildungsvergütung gibt. Und wie die jetzt funktioniert, das seht ihr jetzt. Das neue Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung. Das Berufsbildungsgesetz gibt es seit 50 Jahren in Deutschland. Es regelt die betriebliche Berufsausbildung, die Berufsausbildungsvorbereitung, die Fortbildung und Umschulung sowie die Voraussetzungen des Berufsausbildungsverhältnisses. Mit der BBIC-Novelle, die der Bundestag vor der Sommerpause beschlossen hat, verbessert sich für die Auszubildenden einiges. Es wird eine Mindestausbildungsvergütung, also eine Art Mindestlohn für Auszubildende, und aufeinander aufbauende Fortbildungsstufen eingeführt. Außerdem werden mehr Möglichkeiten zur Teilzeitausbildung und Verbesserungen für die PrüferInnen geschaffen. Auf einen Aspekt möchten wir besonders eingehen, die Mindestausbildungsvergütung. Bisher verdient man in unterschiedlichen Ausbildungsberufen unterschiedlich viel Geld. Mit einem Mindestlohn für Azubis wird eine gesetzliche Untergrenze geschaffen. Wichtig: Die Tarifbindung eines Betriebes hat immer Vorrang vor der Mindestvergütung. Auszubildende, die im Jahr 2020 ihre Ausbildung beginnen, bekommen mindestens 515 Euro im ersten Lehrjahr. Diese Vergütung wird jährlich angepasst und steigt bis 2023 auf 620 Euro im ersten Lehrjahr. Das Fazit des Gesetzes: Die Steigerung der Attraktivität der dualen Berufsausbildung, die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung sowie die Stärkung der Teilzeitausbildung. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass unsere Gesellschaft offen, tolerant und bunt bleibt. Deswegen war es von uns von Anfang an super wichtig. Nein.